Einen wundervollen guten Tag wünsche ich herzlich willkommen zurück am Fuße eines Berges. Ist es der Berg? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es könnte sogar gut sein. Wir sind auf der Suche nach dem Lager der mythischen Morgenröte. Im kompletten Teil, gut, die ganze Zeit über nichts anderes geredet, ich habe es trotzdem wieder verkackt. So. Wir sind auf dem Weg, pass auf, warte mal, dadurch, dass wir jetzt sowieso einmal hier wahrscheinlich außen rum reiten dürfen, weil die irgendwo da oben sind, nehmen wir einfach mal Diesel. Gerüchte über euch, schlechte Kunde aus Dämmerstern. Ja, über mich gibt es so einige Gerüchte. Lydia, du musst leider laufen, weil wir in dem Game noch nicht die Möglichkeit haben anscheinend, dass Begleiter auch Reittiere haben. Zumindest ist mir noch keine bekannt gewesen. Wie immer gilt, ihr könnt mich da gerne berichtigen. Dann suchen wir mal das Lager und suchen vor allem Antworten. Was es denn auf sich hat mit der mythischen Morgenröte? Gibt es hier einen Weg? Das wäre ja mega geil, wenn es hier einen Weg gäbe. Na. Rolle braucht kein Mensch. Ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, mich da den ganzen Berg hoch zu kraxeln. Dann mache ich lieber einen auf gemütlich. Hoppala. Na, guck mal, da hinten ist auch nochmal eine Gruft oder ein Dungeon oder whatever. Kann man sich auch nochmal umgucken bei Zeiten. Aber ich habe ja schon mal gesagt, also ich werde wahrscheinlich, damit wir so einen Abschluss finden für diese ganzen Erkundungsgeschichten, einmal in Hochrotka mich melden und sagen, ey, ich würde gerne Masken für dich suchen. Ich glaube, insoweit habe ich mich schon mal spoilern lassen, dass ein Teil der Masken in Solstheim ist. Das sieht doch nach Weg aus. Halbwegs zumindest. Aber der Teil, der dann hier in Himmelsrand einfach nur ist, der wird wohl findbar sein. Und soweit ich weiß, gibt es in Hochrotka sowas wie eine Quest dafür. Also von daher kann ich mich doch da mal melden. Aber ich werde im Vorfeld jetzt erstmal nochmal so ein bisschen Zeug abfrühstücken. Das sieht mir doch dann nach dem Lager aus. Ich wurde womöglich entdeckt. Okay. Diese regelt bereits. Sieht zwar nicht so aus, aber ich bin hier, um Antworten zu erhalten. Dietrich. Neuner Tomate. Der flüchtigen Unsichtbarkeit, aha. Magika, das ganze Zeug. Und Fleisch, Gold. Gold und Bier. Das reicht mir. Gilt Bier, das spare ich mir. Ist auch so ein. Wir momentan spielen wir die Taverne im Tiefental. Bier, das spare ich mir, ist irgendwie so ein Standardsatz hier im Haushalt geworden. Ich weiß auch nicht. Sagen wir hier, durchsuchen Sack. Sonst nichts da? Ui. Papierrolle, Eisen durch. Ich hätte gerne so eine Karte irgendwie über dem Schreibtisch hängen oder sowas. Das wäre geil. Aber genau so, also auch mit so ausgefranst und so, das ist schon sehr schön. Magie vom Himmel. Ich nehme das Zeug mal mit. Einfach um es im Schrank zu haben. So. Tagebuch. Zweite Sonnenhöhe. Etc. Die Dämmerung bricht an. Wohnhaus hatte Erfolg beim Durchdringen des Schleiers der Spaltenbarriere. Das klingt übel nach Souls irgendwie. Aber es liegt noch mehr Arbeit vor uns. Wir haben einen Ankerpunkt zutage gefördert. Zutage. Müssen aber noch das Tor selbst rekonstruieren. Doch selbst mit dem Tor bleibt der Schleier der Spaltenbarriere bestehen. In seiner unendlichen Weisheit arbeitet Wohnhaus Tag und Nacht daran, einen Weg zu finden, den Schleier zu brechen. Das hat halt echt was von diesem Nebel, der immer vor den Toren ist, bei Souls-Sachen. Mag sich um einen einzelnen Durchgang handeln, aber weil Kyngatanas und Metats warten auf der anderen Seite auf uns und bereiten sich darauf vor, für unseren Fürsten zu marschieren. Ich werde den Glauben bewahren für Fürst Dagon. Wohnhaus hat sämtliches verfügbares Wissen über das Mysterium Sachs studiert, dich mit Dagons Dremora beraten und unermüdlich experimentiert. Aber er kann das Tor immer noch nicht öffnen. Ja, ist ein kleiner Lelek, wa?
Er glaubt jedoch, dass sein Objekt. Nee, dass es ein Objekt gibt, das stark genug sein könnte, um das Tor offen zu halten. Welche Art von Artefakt könnte solche Macht besitzen? Selbst 1000 Seelensteine würden wohl in Anwesenheit eines Siegelsteins vergehen. Sollen wir mal versuchen? Ich habe bestimmt ein paar mittlerweile. Wir müssen unsere Bemühungen verdoppeln. Ich habe zusätzliche Kundschafter nach Solzheimer-Sirote entsandt, damit sie dort so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Einer meiner Kundschafter ist mit vielversprechenden Hinweisen aus Bruma zurückgekehrt. Bruma sagt mir auch noch was. Das sind immer so diese Ecken, wo man sich dunkel dran erinnert. Aus der Geschichte der Reihe. Die Alten, ja, sind wohl bekannt für ihre Welkinsteine. Ach, die Dinger. Sehr netherische Fragmente. Ja, da habe ich auch noch ein paar im Keller. Mächtige Meteorglas, ein großes Welkinstein, der mächtige Steine wurde für gewöhnlich im Herzen aufbewahrt. Aber diese Steine sind schon vor langem bewahrt. Der ging im Laufe der Zeit verloren. Forscher spekulierten seit Jahrhunderten darüber, dass es mehr große Welkinsteine. Ich habe so eine gewisse Ahnung, wo uns das hinführt. Nein. Der Anlass. Suche in Reihe nach Hinweisen auf die geheime Kammer, alles klar. Welkinsteine. Da haben wir noch ein paar, ne? Ich würde sagen, im Keller liegen noch ein paar rum. Einfach verstreut. Falls die welche brauchen, können wir damit helfen. Suche in Reihe nach Hinweisen auf die geheime Kammer. Das ist das, was ich, was ich unten gesehen habe. Ja, gerade noch stolz berichtet. Ach, guck mal, da ist ja ein Dungeon. Das scheint sogar zu sein. Nice. Komme ich da schneller hin als gedacht? Ja, gut geheult. Warum tut ihr sowas? Ja, natürlich wieder irgendwo in den Bergen. Ich meine, die Tore hier, die weisen ja schon vielleicht so ein bisschen darauf hin, dass hier irgendwas ist. Eine Ziege. Ja, hier ist etwas. Eine Ziege versperrt den Weg. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendein Stück Stoff verbuggt. Vielleicht sind es auch meine Haare, aber gut. Nicht davon ablenken lassen. Okay, hier soll ich anscheinend nicht hoch. Dann machen wir das auch nicht. Ich möchte jetzt hier nicht hochkraxeln. Ist nur die Sache, kommen wir dann hier über den Weg oder ist das jetzt auch einfach nur vergeben? Vergebene Liebesmüh. Ich weiß nicht, für wen ihr mich haltet. Moin. Es ist mir auch egal. Lasst mich in Ruhe. Ich habe keine. Das Thema hatten wir auch schon öfter mal. Ich habe so das Gefühl, das ist immer noch das Thema, was wir sowieso schon mal abgeschlossen haben, aber gut. Lassen wir das an der Stelle einfach mal gut sein. Und laufen einfach weiter, immer weiter höher. Die Ziege ist angeschlagen. Warum? Was hast du gemacht? Was ist los mit dir? Also wir haben hier eine Höhle. Wäre so der nächste kleine Außenposten. Ist nur die Sache. Nee, ich glaube, wir müssen von der anderen Seite hier über die Ruinen einmal rüber. Kann natürlich auch völliger Quatsch sein. Kann sein, dass ich jetzt einmal nur um die Spitze rumlaufen musste und das wäre gut gewesen, aber... Was für Angelegenheiten? Ach du, ja, kaiserliche habe ich sowieso nicht so... Ein ganzes Lager. Was ist denn jetzt los, ey, Leute? Macht man einmal einen Kaiserlichen kaputt, weil man lange keinen gesehen hat und dann kommt wieder direkt erstmal alle auf einen hier. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Wisst ihr was? Wenn ich schon mal hier bin. Seid ihr zum Sterben bereit? Nö. Und du so? Können wir auch mal ein paar Talente wieder verbessern hier. Diesmal auch aus voller Absicht. Letztes Mal war es ein bisschen spontan. Na, guck mal, ein bisschen was snacken nebenbei.
Dauert dann zwar länger, bis wir wieder zu der Ruine kommen, aber ein gutes Mittagessen gibt's. Und da hinten ist ein ganzes Lager voller Kaiserlicher. Und die habe ich ja sowieso gefressen. Ich bin ein Werwolf. Kurze Idle Animation und gib ihm. Bluti, bluti, bluti. Dauert dann wieder zwar ewig, bis ich wieder runterkühle, aber unter Umständen kriege ich jetzt mal einen neuen Talentpunkt. Das wäre gar wundervoll. Au. Oh, ich habe einen Pfeil im Nacken. Oh, danke, Lydia. Ich habe mich ja immer damit gebrüstet, dass ich Lydia wenigstens noch nicht gefragt habe, ob sie mir irgendwas zu essen macht, aber jetzt hat sie mir grundsätzlich was zu essen gemacht, glaube ich. Ein schlechter Ehemann. So, der letzte hier ist wahrscheinlich irgendein Boss, oder was? Ja, das ist ein Troll. Hallo. Ich kann Trolle essen. Oh, das ist nett. Das würde ich mir manchmal auf Twitch wünschen. Bisschen Sauerbraten. Seid ihr zum Sterben bereit? Ach ja, gut, euch kann ich wahrscheinlich nicht essen wegen Guts. Oder so. Hier ist noch ein Soldat drin. Ich würde. Oh Gott, nein. Ja, Gott sei Dank. Ich hab kurz gedacht, ich habe mich jetzt als Wolf da irgendwie reingebackt. Mich würde mal interessieren, was ich noch alles essen muss. Bis ich einen neuen Punkt habe. Ich glaube, die Lager habe ich jetzt ausgerottet. Jetzt ist halt einfach nur noch der große Obermacker, aber den kriege ich halt nicht kaputt, weil das irgendwelche Feldherren sind, die anscheinend noch wichtig für die Story sind. Wie auch in welcher Art auch immer. Aber dadurch, dass ich jetzt auch ein bisschen schneller rennen kann, kann ich die Kraft wenigstens nochmal kurz nutzen. Um vielleicht zu dem Berg zu kommen, beziehungsweise zu dem Ort, wo ich hin muss. Das ist doch in den Bergen, oder nicht? Wird zumindest jetzt auch so wieder angezeigt. Jetzt muss ich nur mal gucken. Vielleicht gibt es hier irgendwo eine Passage. Das wäre super. Aber ich bin eigentlich jetzt auch schon wieder auf der anderen Seite, wa? Kann die Karte nicht aufmachen. Das ist auch glorreich. Das finde ich in den Formen, also als Vampir oder als... Moment mal. Oder als Werwolf ein bisschen bescheuert, dass ich halt nicht auf die Karte komme irgendwie. Zumindest nicht wie gehabt. Komm ich über das Menü da rein? Nee. Also, dass man, sobald man dann nach oben drückt, beziehungsweise B drückt, sofort in diese Übersicht kommt mit den Talenten. Nicht noch die Möglichkeit wenigstens hat, auf die Karte zu switchen oder so. Ich meine, dass man keine Objekte benutzen kann, ist mir irgendwie klar. Aber hier kommt die arme, angeschlagene Ziege. Vorhin tat sie mir noch leid, aber jetzt bin ich ein anderer. Oder muss ich hier wirklich hochkraxeln? Das kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen. Nee. Das ist... Also, klar, mit der gewissen Geduld und sowas und mit hin und her springen kommt man hier auf jeden Fall hoch. Aber ich glaube nicht, dass das krass gewollt ist, oder? Ich meine, eine Hendraheim ist auch ohne Schnellreise irgendwie gefühlt nicht zu erreichen. Und hier geht's ja wieder. Einigermaßen. Als Werwolf hebel ich einfach meine kompletten eigenen Regeln einfach aus. Wie sich das gehört. So ein bisschen nochmal so jetzt. So das letzte Stück möchte ich jetzt hier nicht einfach nur rumpimmeln wie so ein Wolf. Ja. Zackig. Nice. Dann sind wir ein Schneewolf. Ja, ist das, was ich meine. Also rein theoretisch kommt man dann, glaube ich, hier, aber hier ist dann spätestens Ende. Also muss es theoretisch von der anderen Seite gehen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es über die Höhle funktioniert. Noch mal ein bisschen reinklippen hier. Deswegen. Also die letzten 2 Minuten sind einfach nicht passiert. Wir reden da nie wieder drüber.
gehe jetzt nochmal außen rum. Also vielleicht muss ich tatsächlich über die Höhle. Kann ich mir zumindest gut vorstellen, weil der andere Weg erschien mir doch ein bisschen lang. Andererseits bin ich jetzt auf der anderen Seite auch einmal gespawnt. Ich habe Hunger. Dieses Talent, dass man auch Tiere verzehren kann, ist eigentlich tatsächlich ganz geil. Ich weiß nur nicht, ob die auch für den... Obwohl, da stand Herz gegessen, Talentfortschritt wurde gesteigert, ne? Dann dürfte es eigentlich funktionieren. Das Pferd... lass ich mal. Die Höhle habe ich ja als Punkt freigeschaltet. Das ist kein Thema, hier nochmal zurückzukehren. Ich gucke mich nur einmal hier um. Guckfolgen immer wieder geil. Kann ich auch verstehen. Aber ich will jetzt nicht unbedingt in die Höhle reinrennen, nur um dann zu sehen. Ah, nee, doch nicht. Moin. Ja, da hat er sich gesagt, jetzt macht er seinen großen Beute, was auch immer, aber... leider nicht. Ich habe eine Antenne. Ich bin ein Antennenwolf. Also solange mein Status noch da ist, einfach nochmal ein bisschen rumlaufen. Jetzt muss es doch mal langsam so weit sein, dass ich mal einen Punkt wieder steigern kann oder nicht. Danach kann ich das auch gerne wieder lassen erstmal, aber jetzt in der Gestalt würde ich doch ganz gerne so viel essen, dass ich wenigstens einen Punkt wieder kriege. Aha! Danke dafür. So, mir fehlen nämlich eigentlich nur noch 2 Punkte, wenn ich das richtig sehe. Jetzt nur noch einer, oder ist hier unten noch? Ne, da ist auch voll. Wenn ich den Punkt habe, dann sind wir mit dem Werwolf fertig. Dann bin ich ein sehr mächtiger Werwolf. Ja, warte mal, von hier komme ich, ne? Das war der Weg. Ja, dieser. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich kann jetzt nicht über die Karte schweifen. Da geht's hier noch rein ins Gebirge. Hier passiert. Ah. Ihr kommt jetzt gerade recht. Kann ich doch noch mal ein bisschen snacken hier. Ich bin auch so oft schon an dieser Stelle hier gewesen. Okay, die sind schon lange kalt. Da bräuchte ich eine Mikrowelle für. Wenn man so kurz weggeschoben wird von den Pfeilen. Nee, nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Mittlerweile auch fast nichts mehr anhaben. Kurz Eide. Und weiter geht's. Na los, ihr Monster! Ja. Sagte sie und starb. Nom nom nom. War noch ein paar. Hab ich jetzt. Warte mal. Ich kann die nicht essen, ne? Die sind tatsächlich nur Deko. Der nicht. Obwohl, nee, warte mal, das waren die Banditen. Die sind tatsächlich nicht einfach nur Deko. Ich kann die tatsächlich snacken, das ist ja wundervoll. Der schönste Tag in meinem Leben. Sehr snackreiche Folge. Gebe ich ja auch zu. Aber wie gesagt, danach ist erstmal wieder gut. Die hat einen Pfeil im Kopf. Die hatte definitiv mehr Spaß. Ich bräuchte so eine Lydia-Cam, wenn ich dann solche Dinge hier mache oder sowas, das Lydia dann übernimmt. Nom nom nom. Mehr Banditen waren hier nicht, oder was? Oder hat Lydia die jetzt gekillt? Ah. Ich habe so das Gefühl, Lydia hat die gekillt. Da war sie mir schon wieder eine Hilfe, siehst du mal. So ein Träumchen. So, komme ich jetzt hier durch? Das wäre ja gar wundervoll. Na, gut. Die gewonnen so zerronnen. Vielleicht hier lang. Jetzt nochmal so ein bisschen... okay, ein bisschen Schneegestöber. In Gebirgen kann man ja mal was vergessen.
Aber scheinbar ist auch hier Sackgasse. Oh Gott. Scheinbar auch keine kleinen. Nein, bitte nicht. Bitte nicht schon wieder so ein Quatsch. Kann ich schon wieder nicht springen. Ja, ich würde sagen, ich versuche mich mal zurück zu verwandeln und hier rauszukommen. War ein bisschen blöd jetzt. Also viel rumgelaufen, ein bisschen gesnacke und sowas hätte ich mir auch actionreicher vorgestellt. Aber muss es halt auch mal geben. Trotzdem vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch dennoch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen. Könnt mich in den Kommentaren auch gerne auseinandernehmen, wenn ihr wollt. Und ja, dann bis morgen. Hoffentlich an einem anderen Ort. Und bis dann. Tschüssi.